sagen, soll man nicht alle einfach nur zurückschicken, sondern man sollte sich den einzelnen Fall ansehen, wie gut diejenige Person in unsere Gesellschaft integriert ist und ja, noch weitere Dinge in Betracht ziehen. Also Familie, Lebensweise, ja, so würde ich das sehen. Wenn es sicher ist, kommt es dann auf den Fall drauf an. Also niemand muss zurück. Ich finde, das ist die Entscheidung eines jeden selbst. Und also wenn man zurück will, dann sollte man zurück können. Aber man sollte auch das Recht haben, bleiben zu können an dem Ort, wo man sein will, um Sicherheit zu gewähren und Freiheit. Die meisten Menschen sind ja hier, weil sie in ihrem Heimatland nicht leben können. In Frieden und in Sicherheit. Und deswegen kommen sie. Teilnehmen und uns selber ist man ja auch nicht in Sicherheit, wenn man in Syrien lebt, nicht? Ihr müsst ja, als junge Männer müsst ihr teilnehmen, aber müsst auch dann dort leben und seid auch nicht in Sicherheit. Genau. Das ist ja die doppelte. Nein, wieso flüchtet man? Weil es zu Hause nicht mehr schön ist. Deswegen flüchtet man. Kein Mensch flüchtet gerne so. Meine Eltern sind vor 20 Jahren, vor 26 Jahren geflüchtet, vom Balkan damals. Und ja, das war halt auch Krieg. Natürlich flüchtet man, kein Mensch flüchtet gerne. Nein, zu Hause ist es am schönsten. Und das verstehen die Trottel nicht, das pisst mich an. Ja. Aber ja, ihr seid gerne willkommen, alle von euch. Die ganze Welt soll herkommen, das passt. Natürlich sollte man nicht die Flüchtlinge zurückschicken, weil sie eine solche Bereicherung für uns alle sind. Sie bringen so gute Geschichten mit. Ich habe mich mit so vielen Menschen unterhalten und es sind so gute Menschen darunter. Und es gibt überall schlechte Menschen, auch unter uns. Warum sollen wir sie schlechter behandeln? Natürlich haben sie ein besseres Leben auch verdient. Deswegen, seid offen mit euren Herzen, okay? Und kommt darauf an, welche Situation es ist, denke ich ja mal. Also es gibt ganz viele Menschen, die ja auch hier sind und dann auch zurück wollen. Weil sie zum Beispiel einfach die Heimat vermissen. Und denke schon, dass sie sich dann freuen, wenn sie natürlich zurückgehen. Aber es gibt dann auch sicher andere Leute, die dann hier bleiben. Aber ich denke, es ist keine Frage, die man so leicht beantworten kann. Hängt von jeder Situation einzeln ab. Nein, ich sehe das natürlich anders. Ich würde nicht wollen, dass einfach jeder Flüchtling abgeschoben wird. Also ich weiß, dass die Flüchtlingswelle Europa sehr bewegt hat und ich weiß auch, dass es in 10 Jahren, 15, in 20 Jahren noch sehr aktuell sein wird. Und wir müssen einfach schauen, wie wir unsere Gesellschaft gestalten, weil das ist jetzt eine große Veränderung und das wird noch sehr, sehr wichtig sein, auch in der Zukunft. Und deswegen müssen wir schauen, auch, dass vor allem Integration funktioniert.